Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die letzten Tage ist hier ziemlich viel passiert und die Wohnung sieht nicht mehr so aus wie vorher. Ja, ich habe Klamotten zusammengepackt und Möbel ausgeräumt und all sowas. Also ich habe die letzten Tage immer mal wieder die Kamera ausgepackt und mitgefilmt. Wir haben jetzt mittlerweile schon ein paar Tage später. Also seht ihr jetzt sozusagen einen kleinen Rückblick. Also wenn euch interessiert, was hier die letzten Tage so passiert ist, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich bin hier gerade am Ausmisten. Hier in der Box hatte ich ja so schickere Sachen und Abendkleider. Eigentlich war da gar nicht mehr so viel drin, aber da wird, glaube ich, jetzt echt alles von gehen. Ich glaube, so ein Abendkleid behalte ich noch. Und ansonsten lasse ich das alles hier. Bringt ja nichts so viel Zeug. Mitzuschleppen. Ich habe mich jetzt sogar auch hier von dem Dirndl getrennt. Ich hatte das bisher noch gar nicht an. Und jetzt, wenn ich in Dänemark bin, weiß ich eh nicht, ob ich das tragen werde. Obwohl ich es so schön finde. Also wenn ich ein Dirndl gerne hätte, dann genau so eins. Weil es ist so, so braun mit so blauen Details. Ich finde es richtig schön. So, ich habe jetzt auch mal meine Bikinis ausgemistet. Ich habe jetzt hier einen Badeanzug, so einen blauen, noch behalten. Und eine Bikinihose mit zwei oder drei Oberteilen, muss ich gleich mal schauen, wenn ich ganz ehrlich zu mir wäre. Am liebsten müsste ich einfach, oder würde ich einfach nur hier den behalten. Der ist braun und ganz schlicht. Den habe ich aber jetzt schon so viele Jahre, dass das Gummi leider porös ist. Mittlerweile voll schade. Sonst würde ich nämlich nur den behalten und alle anderen weggeben. Aber immerhin kommen die ganzen jetzt dann mal weg. Heute ist Samstag und ich bin gerade am Podcast schneiden. Und nebenher wurschtel ich hier so ein bisschen rum und schaue schon mal nach Sachen, die ich meiner Mama mitgeben kann. Heute feiert mein Neffe nämlich seinen 6. Geburtstag nach und da sehe ich dementsprechend auch meine Eltern. Und habe jetzt hier eben so Sachen wie Bilderrahmen, so eine Kiste, Bettwäsche, die brauche ich auch nicht mehr, die kann sie haben. Meistens kann sie da draußen nämlich immer noch richtig schöne Sachen nähen. Wer meine Mama schon kennt, der weiß ja, dass sie da sehr, sehr begabt ist und schon viele schöne Sachen aus Bettwäsche vor allem auch genäht hat. Und hier den Mantel kennen vielleicht einige von euch, zumindest wenn ihr das Frühlingskleiderschrank-Video gesehen habt. Da habe ich den nämlich gezeigt und habe entschieden, dass ich den meiner Schwester schenke. Die fand den nämlich ganz schön, deswegen kann ich ihr damit hoffentlich eine Freude machen und genau, so wird es also langsam immer weniger. Eins von den Dala-Pferden wollte sie, glaube ich, auch noch haben. Die macht mein Bruder ja selber. Ich kann den Shop gerne mal verlinken. Da gebe ich ihr eins auf jeden Fall mit. So, ich habe jetzt hier in der Kiste noch alle Sommersachen, die übrig geblieben sind. Das ist echt nicht mehr viel im Vergleich zu dem, was ich vorher alles hatte. Und hier in der anderen Kiste sind jetzt alle Wintersachen. Die ist jetzt natürlich voller als die Sommerkiste, weil zum einen die Sachen natürlich dicker sind und zum anderen, weil davon gerade nichts im Schrank ist. Also im Schrank hängen ja noch oder sind noch ein paar T-Shirts und Blusen. Deswegen ist die Kiste voller. Und echt im Vergleich zu früher ist es der Hammer, weil vorher, wenn ich die Wintersachen im Schrank hatte, waren beide Kisten voll mit Sommersachen und andersrum. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr happy, dass ich auch schon vorher so lange ausgemistet habe, weil das wäre sonst jetzt echt, echt viel gewesen. Also diese Sachen kommen jetzt alle mit und ich habe mir hier so Vakuumbeutel gekauft, damit ich das einvakuumieren kann, damit das alles so wenig Platz wie möglich mitnimmt. Und ich kann euch auch sagen, warum ich mich für diese hier entschieden habe. Wegen diesem Wort hier.
Ja, da musst du sie natürlich direkt bestellen. Ich denke mal, die nehmen sich sowieso alle nichts, aber genau, da werde ich mich dann in den nächsten Tagen mal dran machen und das alles einschweißen. Muss ich halt schauen, einvakuumieren. Ich muss halt nur schauen, dass ich da ein bisschen mit System rangehe und die Sachen, die ich nicht brauche, anders verpacke als die, die ich demnächst brauche. Und für den Fall, dass der Platz im Auto nicht reicht für die ganzen Kleidungsstücke, werde ich das so machen, dass ich eben die Sachen, die ich jetzt noch nicht brauche, also die Wintersachen, meiner Mutter mitgebe, damit die erstmal da bleiben und sie mir die zur Not dann per Post im Winter nachschickt. Aber mal schauen, wie groß es dann jetzt letztendlich ist und wie viel Platz wir noch im Auto haben. Und genau, das ist alles sehr, sehr schwer zu planen irgendwie. Das überfordert mich auch komplett. Deswegen bin ich echt froh, wenn ich jetzt hier langsam mal Struktur reinkriege. Aber es ist echt nicht so viel, wie ich dachte oder wie es vor 2 Jahren, also vor 2 Jahren, wäre das hier eine Katastrophe gewesen. Ich stehe gerade unten im Keller, um noch größere Vakuumbeutel zu holen. Die hatte ich nämlich vor ein paar Jahren mal gekauft. Die sind riesengroß, also XXXL, weil ich das ganz praktisch finde, jetzt für die Winterkleidung. Und was ich zu Hause auch noch mitgenommen habe, ist dieser Koffer hier, also so ein richtig großer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich mitnehmen möchte, weil ich den eigentlich nicht brauche und den ja dann in Dänemark rumfliegen habe, sozusagen. Da drin ist noch ein Koffer, der ist ein bisschen kleiner. Ich kann ihn mal zeigen, vielleicht wäre der praktischer. Oder ich packe die Vakuumbeutel dann so in die Dachbox zum Beispiel vom Auto. Ich muss halt schauen, wie es am platzsparendsten und praktischsten für mich ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier drin ist jetzt quasi der andere Koffer, der eine Nummer kleiner ist. Vielleicht wäre der praktischer, falls ich in Zukunft selber mal auf Reisen gehen möchte. Weil ich vermute, dass ich so einen großen gar nicht brauche. Zumindest nicht vorerst, wenn ich mich erstmal verkleinere. Oder was ich auch schon überlegt hatte, ist, ob ich hier meinen alten Pfadfinder-Rucksack, also so einen Wanderrucksack, ob ich den nehme, um da mein Zeug reinzupacken. Ansonsten ist hier tatsächlich gar nicht mehr viel im Keller. Es sind hier noch ein paar Schuhe, die ich spenden werde. Und den Rest hat meine Mutter eigentlich schon abgeholt. Da oben ist noch die Bettdecke, die schweiße ich noch ein. Also die vakuumiere ich ein. Ich sage immer schweißen. Und ansonsten sieht es schon sehr gut aus. Ich muss mal schauen, ich habe hier die Kopfstütze von meinem Stuhl. Die würde ich gerne noch verkaufen, weil ich die selbst nicht brauche. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Den gebe ich vielleicht meinen Eltern mit, damit die den verkaufen können, wenn jemand kommt und den kaufen möchte. Wir hatten uns mal 4 von diesen Kisten hier im Baumarkt gekauft. Und da werde ich mir 2 von mitnehmen, um da mein Zeug reinzupacken, was ich bei meinen Eltern lager. Ich finde es ganz gut, dann kann ich es nicht so einstauben. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen und eine ist quasi noch leer. Die schnappe ich mir jetzt und schaue mal, dass ich da noch so ein bisschen Krimskrams quasi reinpacke, was vorerst nicht mitkommt. Jetzt ist mir gerade noch eine andere Idee gekommen. Ich habe hier gerade die Tasche runtergeholt, wo meine Winterdecke drin ist. Vielleicht nehme ich einfach die für den Umzug. Also sprich, die Decke werde ich ja eh einvakuumieren. Das heißt, sie wird nicht mehr so viel Platz wegnehmen. Vielleicht nehme ich einfach die und die Tasche mit, weil die könnte ich, also die brauche ich ja dann für die Zukunft eh. Vielleicht wäre das ganz gut. Oder ich habe jetzt hier gerade auch nochmal den Rucksack runtergeholt. So sieht der aus. Also halt so ein, wie sagt man, den Wanderrucksack. Der wäre natürlich praktischer, weil ich den viel, viel kleiner machen kann als ein Koffer. Also dann würde ich nicht immer einen Koffer darum stehen haben, sondern könnte den halt danach wieder klein machen. Ich bin zwar jetzt eigentlich nicht so der Camping-Typ, aber ich glaube, eigentlich ist es nicht verkehrt, so einen Rucksack zu haben. Die sind so groß. Klassischer Fall von einfach die größte Größe bestellt, ohne auf die Maße zu schauen. Shimmer on our skin.
Heute ist Mittwoch. Ich habe gestern den ganzen Tag noch damit verbracht, meine Kleidungsstücke in die Beutel zu packen und sie einzuvakuumieren. Gott sei Dank habe ich die letzten Wochen schon so viel ausgemistet, sonst wäre das jetzt echt eine Katastrophe gewesen. Aber trotzdem ist es, und das wusste ich schon vorher, immer mehr, als man eigentlich denkt. Weil obwohl es in der Wohnung nicht viel aussieht, ist es trotzdem immer viel, wenn man es dann so alles auf einem Haufen hat und es ist auch schwer zu planen, was ich in welchem Beutel mache und dann sind die Beutel auch noch so riesig zum Teil, also viel zu groß, um sie ins Auto zu packen. Aber es war eigentlich klar, dass es nicht komplett reibungslos läuft, wann tut es das schon mal bei einem Umzug. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, jetzt so einen groben Überblick zu haben, wie viel es überhaupt dann jetzt doch ist. Und heute steht nochmal viel an, denn heute kommen mein Bruder und mein Papa, um die Möbel abzuholen, die noch nicht mit nach Dänemark kommen, also die ich erstmal bei meinen Eltern einlagern darf, zum Glück. Deswegen, genau, steht heute auf dem Plan, die ganzen Möbel leer zu räumen, zusammenzupacken, Teppiche einzurollen und eben all sowas, also alles vorzubereiten. Ich glaube, ich werde nicht komplett fertig sein mit allen Sachen, die ich erstmal bei meinen Eltern einlage, aber Hauptsache schon mal so die Möbelstücke. Und genau, da fange ich jetzt direkt auch mal mit an. Thank you.